Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex mir doch am Arsch. Alle miteinander. So, ich habe wie versprochen zwischenzeitlich ein wenig, naja, offscreen mal ein bisschen geguckt. Ich hoffe, der hat zwischendurch nicht gespeichert, dass die Zeit in-game nicht vergangen ist, aber ich glaube nicht. Und habe mal geschaut, in welcher Reihenfolge ich dann gerne die Waffen aktivieren würde. Ja, ich weiß, ich bin immer ein bisschen übervorsichtig und versuche immer alles richtig zu machen, aber gerade aus dem Grund, weil ich eben schon so viel falsch gemacht habe. Oder warte, wenn ich sage falsch gemacht, dann sage ich, wir haben so viel falsch gemacht. Ja, wir gemeinsam haben das falsch gemacht, mit dem Verskillen und so. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen übervorsichtig, auch was Lernpunkte angeht, weil ich halt gelesen habe, ja, der soll die Lernpunkte einfach irgendwo, das ist doch besser, als wenn man die gar nicht... nein, sehe ich nicht so. Wir sind momentan... Was ist denn das da unten? Wir sind halt momentan in der Situation, dass ich aus der Scheiße wieder raus muss. So, Schwefelbrocken nehme ich gerne. Sonst ist hier einfach nur Müllhalde. So. Na gut. Ich glaube, ich ahne, wo wir sind. Was ist das denn hier? Was ist dies? Ach, Matt, ich bin hinter Matt Bob. Ups. Da geier ich auf seinem Thron rum. Ich wollte eigentlich nur hier hinten rumlaufen. So, jedenfalls, die Waffen in der richtigen Reihenfolge. Also, ja, die Nahkampfwaffen wären, und da springe ich von einhändig zu zweihändig zwischendurch. Ich weiß noch nicht genau, wie das vonstatten geht oder wie das dann aussehen wird. Wir haben momentan den Kettensäbel aktiviert, danach kommt das Kriegerschwert. Dafür brauchen wir noch 12 Attributspunkte, die ich zufälligerweise aber auch habe. Die habe ich ja noch nicht investiert, weil ich noch nicht genau wusste, wie wir jetzt als nächstes weitermachen. Ja, eben alles mit Bedacht. Als nächstes danach kommt das Energieregentenschwert. Dafür brauchen wir dann nochmal 26 Attributspunkte insgesamt. Ja, also 13 Skillpunkte, kann man Skillpunkte sagen, weil wir müssen halt 26 Attributspunkte investieren dann. Danach kommt dann das Kriegerschwert 1. Und anschließend kommt schließlich der Feuer-Zweihänder. Aber bis dahin, das habe ich nicht zusammengerechnet, aber wir werden bis dahin noch einiges brauchen. So, bei den Schusswaffen haben wir momentan den Setzerbogen, danach kommt dann das Lasergewehr. Habe ich da... Da habe ich nicht zusammengerechnet, was ich brauche, aber ist auch egal. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, ne? Wobei, nee, ich glaube, das habe ich von den Nahkampfwaffen abhängig gemacht, genau. Das Lasergewehr, danach kommt der Jagdbogen... danach kommt erstmal eine Pause, weil da kann ich noch nicht upgraden, da brauche ich nämlich mehr Punkte, bis wir dann schließlich zum Schmelzofen kommen und dann zum Todesstrahl. So, ich hoffe... Ja, nun. Und das Lasergewehr braucht, glaube ich, Intelligenz, nicht Stärke und Geschick wie die anderen, sondern es braucht Intelligenz, aber zum Glück haben wir ja genug. Zum Glück bin ich ja ein schlaues Büppchen. Hab ja viel in Intelligenz investiert in meiner Jugend. Nun. So, so ist es jedenfalls. Und das heißt aber auch, ich könnte jetzt theoretisch, ich habe ja eh gespeichert, ich habe wahnsinnig Angst, was falsch zu machen, merkt man vielleicht ein bisschen. Ich könnte jetzt theoretisch direkt aufs Kriegerschwert gehen und dafür brauche ich 40 Stärke, 33 Geschick. 40 Stärke, 33 Geschick. Die behalte ich fürs nächste Upgrade. Und jetzt müsste ich theoretisch, wenn ich mir das alles richtig aufgeschrieben habe, vom Kettensäbel war das Kriegerschwert war Zweihänder. Das ist eins. 32 von 3. Habe ich 32? Warte mal. Ne, 33, das ist richtig. So. Habe ich falsch gelesen. Ach, ich bin so übervorsichtig gerade. Okay, Kriegerschwert. Können wir jetzt nutzen und machen 7 mehr Schaden. Dann weise ich jetzt den Quickslot zu. Die 1. Und dann müsste ich damit aber nochmal üben, weil ich weiß, ich habe noch nie mit einem Zweihänder gekämpft. Wir machen jetzt 7 mehr Schaden. Grundschaden. Wie sehr das bei den starken Angriffen sich ändert, weiß ich allerdings auch nicht. So. Okay, es ist ein bisschen langsamer und... kostet auf jeden Fall mehr Ausdauer. Werde ich üben müssen... Gerade die Geschwindigkeit könnte schwierig werden. Da müssen wir mal schauen, weil die Geschwindigkeit, je länger ein Schlag dauert, desto mehr sind wir wahrscheinlich offen für Feindesangriffe. So, aber wir hatten ja noch, zu tun hier, ne? Wir können auch weiter brav XP sammeln. Habe ich denn noch... Oh, warte mal, habe ich denn noch...
Lernpunkte. Dann würde ich, bevor ich Quests weitermache. Wo sind denn hier? Kaya, ich. Ne, nicht Händler. Outlaw-Lehrer, Überlebenslehrer, Kampflehrer. Ich glaube, es war der Überlebenslehrer. Ich glaube, es war Mad Bob. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Outlaw-Lehrer brauchen wir nicht. Dann setze ich mal den Marker auf ihn hier. Ich hoffe, das ist der Richtige. Moin, Jungs. Weitermachen. Gut. Leveln mit Bedacht und Vorsicht. Davor bekommt man ja Angst. Und dann bin ich gespannt, wie es bei uns weitergehen wird. Ich glaube, wir müssen... Wir waren ja gerade schon da. Maddie Madman. Folgendes. Bring mir etwas bei. Ich glaube, er war es nicht, gemacht. Rüstung, Tiertrophäen. Guter Esser haben wir eh schon. Nee, er war es nicht. Er war es leider nicht. Wer war es denn dann? Wer war es denn dann? Chloe. Ich glaube Chloe war. Oh, ja, gut, Chloe. Ich glaube, da haben wir jetzt kein so gutes Standing mehr, aber bestimmt bringt sie uns sowas bei. Sonst kriegen wir das auch anderswo. Waren wir da schon drin? Ich glaube ja. So, warte. Ich höre ja so einiges. So. Ah, hey. Hey, Chloe, wir sind doch beste Freunde. Was willst du noch? Erst beklaust du mich, dann verprügelst du mich. Ja. Ich gebe mich geschlagen. Aber glaube mir, das wird für dich ein Nachspiel haben. Ja, das glaube ich auch. Bring mir etwas bei. Na gut. Okay, cool. Kampftheorie. Erhöht deinen Kampfwert. Überlebenstheorie, Überlebenswert, was immer das ist, aber Stärke, Intelligenz. Die Kampftheorie? Die habe ich noch gar nicht auf dem Plan. Ist das eine gute Sache? Ich traue mich nicht. Es hört sich gut an, erhöht deinen Kampfwert, finde ich eigentlich gut. Kostet 500. Falscher haben wir schon. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ich wollte den Praktiker mitnehmen. Weil, ich meine, wir haben jetzt die 50 Intelligenz und solange wir noch Quests offen haben, würde ich gerne den Praktiker mitnehmen. Das hier bringt, soweit ich weiß, unwesentlich mehr. Also wirklich so, dass es sich kaum lohnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Bücherwurm. Wir haben 3 Punkte, ich nehme auf jeden Fall den Praktiker mit. Wenn wir schon mal 50 Intelligenz haben. Jetzt haben wir auch mehr Persönlichkeit. Die Kampftheorie würde ich auch noch mitnehmen. Ich weiß nicht genau, wie die sich äußert. Erhöht deinen Kampfwert ist so... Okay. Aber kämpfen wollen wir ja auch. Noch mehr Persönlichkeit. Und am liebsten würde ich auch... Ich glaube, den Bücherwurm noch mitnehmen. Aber ich weiß, lohnt er sich? Ich weiß es halt nicht. Gerissenheit genau 30. Also, na, wir haben exakt auf die Dinger hier trainiert. Attributspunkte auch sehr gut, da brauchen wir mehr Gerissenheit. Die werde ich niemals kriegen. Einen Lernpunkt habe ich noch, ja. Weißt du was, ich nehme trotzdem erfahrener Jäger. Damit wir schneller leveln. Ich mach's einfach. Ich traue mich nicht. Praktika haben wir. Ich glaube, ich nehme erfahrener Jäger. Ich weiß, vielleicht fehlt uns dann noch sonst irgendwas, aber wir leveln halt schneller. Und ich glaube, wir bringen mehr Viecher um, als wir Bücher lesen. Ich weiß nur nicht genau. Sei lieber leise. Ich hoffe, es wird sich läppern im Laufe der Zeit. Ich hoffe, es wird sich läppern. So. Jetzt aber die Frage, wenn wir mehr XP mit Missionen kriegen, sollten wir, und wir haben noch einige Missionen, sollten wir auch welche machen. Vielleicht sind die 50 Intelligenz am Ende, zahlen die sich doch ein bisschen aus. So, Granatenkiste.
Blake ist der Meinung, dass der Duke mehr als genug Granaten besitzt. Er scheint sie geradezu paranoid zu horten und treibt damit die Preise nach oben. Blake möchte, dass ich ihm mindestens 3 seiner Granatenkiste klaue. Ich könnte mir eine Menge Splitter damit verdienen oder ein paar der Granaten abbekommen. Ja, sehe ich genauso. Ich markiere das mal auf der Karte. Sind die Kisten irgendwo hier? Blake, Granatenkiste. Zum Jelben müssen wir, okay. Mal gucken, ob wir da so einfach rankommen. Ich glaube ja nicht. Da müssen wir rüber. Natürlich müssen wir müssen immer rüber. Wäre auch zu schön, wenn, wenn irgendwas mal hier stattfinden würde. Mit Bill haben wir ja auch noch was. Lass mich raten, die XP, die wir mehr kriegen, ist einfach so ein 10% oder sowas. Irgendwas Lowes. Wo sich die 50 Intelligenz dann einfach gar nicht gelohnt haben, weil wir jetzt schon richtig marodierend durch die Gegend laufen könnten. Ja, 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 ja. Huh. Achso, ich dachte gerade, ich fall da runter. So. So. Ah, okay, es ist direkt beim Duke. So. Der ist aber auch sehr kuschelig hier. Es ist unter dem Duke. Okay. Hier ging ja die Treppe nach unten. Die dürfte aber kein Problem sein. Die dürfen wir ja passieren. Auf dieser Etage. Ja, nicht so viel, ne? Lagermeister. Granatenkiste. Aha, aha. Ist das nur die eine? Ich sehe hier gerade nur die eine. Oder sind die an verschiedenen Stellen? Das wäre natürlich dumm. Also vom Duke vielleicht clever, aber generell Werkbank, ganz großer. Werkbank muss ich auch mal gucken, dass wir mit Elex wieder ein bisschen, ne, rumbasteln und so. Wir haben ja wieder reines Elex gefunden. Achso, die sind hier und... Ah, das sind alle drei. Okay. Die Frage ist nur, wie kriegen wir ihn abgelenkt? Macht ihr irgendwelche Routinen? Also läuft ihr hier irgendwie routiniert durch die Gegend? Das sind sehr schöne Granatenkisten. Ich guck mir die einfach gern an. Der kommt bestimmt gleich wieder zurück und guckt dann hier, ne? Ich beobachte ihn gerade mal ein bisschen. Nicht wundern, dauert ein bisschen. Bleibt nicht aus. Vielleicht können wir ihm auch ein Gespräch ablenken, eventuell. Und einfach sagen, oh, irgendwo passiert gerade irgendwas und es wäre schlimm, das zu verpassen. Du willst doch mitreden können. Aber er nimmt seinen Job wahrscheinlich sehr ernst. Okay. Ja, habe ich mir gedacht. Der wird aber wahrscheinlich irgendwann auch mal schlafen gehen, ne? Okay, ich mach Folgendes. Ich speichere nochmal. Und warte, bis er wieder rüber geht. Ich weiß nicht, ob er dann sieht, dass die Granatenkiste verschwindet. Warte. Ich speichere zwischendurch nochmal, damit die Zeit nicht so lang ist, wenn ich wieder laden muss, weil er uns gesehen hat. Wir könnten ihn theoretisch auch ausschalten, ne? Theoretisch. Aber will ich halt nicht. Ich will halt den Tod vermeiden. Also sein. Mein natürlich auch. Mein, jetzt geh rüber! Oder er wird bestimmt nachts irgendwann Pause machen oder sonst irgendwas. Das heißt, wir können vielleicht nachts wiederkommen. Ich könnte mich irgendwo hinlegen. Hier ist ja ein Schlafsack gleich nebenan. Vielleicht mache ich das einfach. Probier das mal. So, schlafen. Bis Mitternacht schlafen. Mal gucken, ob der noch da ist. Wahrscheinlich ja. Oh, 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 ich bin gerädert. Gar nicht mein Biorhythmus.
Ach, jetzt legt er sich hin. Na, der hat's aber auch verdient. War sehr anstrengend die Nacht. Oh nein, ist ja dunkel. Ah, da lege ich mich immer hin. Das war ein sehr schlimmer Auftrag. Ich schlafe bis zum nächsten Morgen, damit ihr auch was seht. Ich hoffe, die Tage spielen ja keine Rolle, wie lange wir brauchen. Hallo? Ah, ja, ja, ja. Morgen! Guten Morgen! Zum Glück kontrolliert mich keiner. Okay, und jetzt müssen wir die Sachen hier abgeben, ne? Bei Blake. So. Blake, Blake. Wo war denn der Kollege? Hier war sie wieder. Die Domina mit dem Teufelskoloss, den wir vielleicht irgendwann mal fertig machen. Ich glaube, auch jetzt mit der neuen Waffe ist das immer noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. So, mein Freund. Achso. Huch. Oh nein, nicht schon wieder. Mein Bildschirm ist gerade wieder ausgegangen. Okay, warte mal. Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, was soll's sein? Weißt du was? Ich nehme die Granaten. Ich glaube, wir... Ich glaube, das ist... Wahrscheinlich wird man eher das hier machen, aber ich glaube, ich nehme einfach ein paar Granaten. Ich will ein paar Granaten. Kriegst du. Jag sie nicht alle auf einmal in die Luft. Ich weiß, ob das vom Wert her mehr ist als vom Elex. Aber Granaten können wir, glaube ich, immer brauchen. Ich habe eine Frage. Brauche ich für Granaten eigentlich... wo kann ich das jetzt gucken? Fähigkeiten. Brauche ich für Granaten... Erhöht den für die ausgeteilten Schaden. Nee, geworfen haben wir ja schon. Okay. Granatenschaden wäre vielleicht auch noch eine geile Idee. Und den Jetpack-Angriff brauchen wir auch noch unbedingt Geschicklichkeit auf 50. Das sollte ich mir noch merken. Ich schreibe mir das mal kurz in meine Tabelle, die ich hier habe. Jetpack-Angriff. Jetpack-Angriff. Stärke. Ach nee, Intelligenz brauchen wir nur. Geschicklichkeit 50. So. Geschicklichkeit 50. Das heißt, wir können die ab wann holen? Geschick 43. Kriegerschwert 1 ist auch Geschick 43. Das wäre erst beim Feuer Zweihänder. Oh, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Okay. Naja, mal schauen. Ich glaube, der Jetpack-Angriff wird auf jeden Fall, der wird gut Wumms machen. Und ich will nicht zuerst auf Geschicklichkeit gehen, was vielleicht beim Jetpack-Angriff sinnvoll wäre. Aber dann... Dann wird es halt ewig viel länger dauern, bis ich die anderen Waffen benutzen kann. Und das will ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. So, technischer Vorsprung. Ihm fehlt ein Mann, der diesen für ihn einsackt, der ein schlechter Kämpfer ist. Ach, das war das. Genau, genau, genau. Auf der Karte markieren. Und ich hoffe, das wird nicht zu schwer für uns. Er ist da hinten. Outlaw. Da. Wow, der ist aber weit gekommen. Dann gehe ich zu den Kuppelruinen. Weiche dem Viech aus und dann testen wir mal. Also oh, gruselig. Oh nein, Bild schon wieder weg. Und wir haben wieder einige Respawns. Das Ding da hinten greift uns aber nicht an, ne? Okay, super. Ich muss mal ganz kurz eben, Sekunde. Alpha. Ach, das ist der Alpha Dome. Warte mal kurz. Ich muss ganz kurz eben meinen Screen umstellen. Das war euer Screen. Entschuldigung. Jetzt müsste es aber gehen. Ja. Ich habe einen Fehler in der Matrix. Und zwar in der HDMI-Matrix. Die scheint von dem einen Ausgang das 4K-Signal nicht mehr richtig zu verarbeiten. Und der Ausgang ist zufälligerweise mein Bildschirm, auf dem ich spiele.
Und auf dem anderen Bildschirm, den ihr gerade, ne, den ihr hier in der Aufnahme seht, ich habe das, also ich habe eine 4-2er-Matrix. 4 Eingänge, 2 Ausgänge und einer der Ausgänge, und zwar der hier an meinem Hauptbildschirm, der zeigt ab und zu mal Blackscreen. Der scheint da gerade irgendwelche Probleme zu haben. Ich glaube, ich muss die neu kaufen. Okay. Die zwei Hubschen würde ich gerne mal ausprobieren. Mit dem langsamen Schwert. Kann sein, dass ich jetzt sterbe, aber ich muss das Kämpfen lernen mit dem Ding. Einzelgegner wäre mir lieber. Oh, da ist die Sonne gerade ein Stück gewandert. Wie bei Risen. Achtung! Oh, alles klar. Ja, ich merke halt, dass ich deutlich langsamer bin. Deutlich langsamer. Deutlich langsamer. Okay, das mache ich nochmal anders. Ich muss mit dem Schwert echt kämpfen lernen. Oh, ich weiß nicht, ob mir das nicht zu langsam ist, aber vielleicht muss ich es lernen. Aber vielleicht erstmal mit einem Gegner. Hab da drüben schon Kandidaten gesehen. Nö, bleib mal locker. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Waren wir hier schon mal? Oh ja, mit einem Gegner. Sieh an. So. Also kann sein, dass ich ein paar Mal neu laden muss. Oder krepiere oder was auch immer. Okay, keine Ausdauer. Keine Ausdauer für Kuh. Oh. Okay, das ist. Okay. Jetzt brauche ich noch viel mehr Ausdauer. Verstehe. Ja, das wird lustig. Ich muss jetzt einmal auf die Taktung unten links achten. Beim Schwert hatte ich es schon einigermaßen drin. Bleib hinter mir. Boah, Junge, ist das lahmarschig. Ist das lahmarschig, heilige Scheiße. Puh. Oh, gefällt mir gar nicht, der Zweihänder, muss ich zugeben. Aber vielleicht einfach, weil ich noch nicht gewohnt bin. Wir brauchen halt sehr lange bei jedem Schlag. Und, ne, wie ich bereits gefürchtet habe, wenn ich zuschlage, sind wir natürlich offen für weitere Angriffe. Ich muss hier gar nicht hin. Wieso gehe ich hier lang? Ich glaube, wir waren hier auch schon mal. Ich glaube, wir waren hier schon mal. So, okay. Also bei den 3 Kuppeln waren wir eh, das weiß ich ja noch. Okay, aber wir müssen zu dem Outlaw. Und das heißt, ich bin zu weit. Sag mir nicht, dass der da hinten bei diesem Klopp so ist, nee, ne? Also erstmal hier unten war noch ein Viech. Das war sehr durstig. Okay, es waren nicht die beiden. Ich bin aber zu weit gelaufen. Okay, warte mal. Erstmal kurz den hier. Ist mir gerade gar nicht geheuer, so rumzulaufen hier. Warte mal. Ne, wir laufen richtig. Zum Gelben, ne? Ja. Oh nein.
Oh nein. Oh nein, das ist so einer. Wieso bin ich hier? Gefährliche Gegend. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich war schon mal hier. Wir mogeln uns wieder aufs Gelände, ne? Wir haben es ja schon mal geschafft. Oh Gott! Alter, habe ich mich erschrocken gerade. Wir haben es ja schon mal geschafft. Und ich dachte gerade, oh, wie lieb, dass da oben so ein Ding hochgeht. Tja, und jetzt? Blöde Killerkrabbe. Da hinten wandert sie weiter. Kommt die zu uns? Ne. Die brüllt da einfach rum. Da kann ich mir gleich nochmal einen reinkippen. Eigentlich sollte ich wahrscheinlich irgendwo schlafen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber... So, da waren wir schon mal drin. Wir waren ja überall schon mal drin, glaube ich, ne? Ey, 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 ey. Wo läuft sie denn hin? Sie holt schon mal die Quest-Sachen. So. Und ich wette, als Dankeschön kriegen wir 100 pro auch eine Kugel in den Kopf von dem Typen. Oder man ist inzwischen so misstrauisch und dann ist er in Wahrheit super nett und will uns wirklich dann 10.000 Elex geben. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht bei solchen Viechern. Knochen. Okay, klar. Warum nicht? Never ever. Never ever. Ich glaube, dass... ich glaube nicht, dass das was wird. Weil die Waffe zu langsam ist. Das ist der Grund. Da ist er. Oh, fuck me. Holy shit. Was hauen die da aus ihrem Schlund raus? Und was macht sie denn da? Ja gut, das war jetzt auch nicht so schlau, ne, von dir. Ich werde auch gleich sterben. Ja, nee. Cool. Habe ich auch nur einen davon erwischt? Irgendwie nicht, ne? Hä? Die werden gar nicht getroffen! Wow! Ja, 6 Granaten haben wir noch, das schaffen wir auf jeden Fall. Granaten sind irgendwie nicht so geil. Oh, wow. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele.
Ich müsste die weglocken irgendwie, ne? Und dann zur Leiche rüber. Aber wie von hier aus?